Hallo Aforbs, herzlich willkommen mal wieder von außerhalb. Wir sind hier in Finden auf dem Airfield und haben einen ganz besonderen Gast, den Bastian mit seiner P200. Hi Bastian. Hallo, grüß dich Dirk. Was hast du uns denn hier Cooles mitgebracht? Na, ich habe mitgebracht das Vorbild von eurem P200-Modell. Ja, richtig cool. Zeige ich dir jetzt mal. Also wir haben hier unser Flugzeug in der typischen, ich sag mal, Folierung, oder? Das ist keine Lackierung, ist eine Folierung. Es ist eine Folierung, ja, in der Tat. Genau, also die haben wir versucht, so ein bisschen nachzuahmen. Also ist eigentlich ganz gut geworden. Ne? Ihr seht es hier in Blau und Rot, das Original. Der Rest des Flugzeugs ist natürlich weiß. Und ja, hat drei Rotorblätter, also auch, ne? Also es, da haben wir uns wirklich hier wirklich sehr viel Mühe gegeben, das, das schön einzufangen. Und du sagtest ja auch, es ist uns ganz gut gelungen. Ne? Ja, absolut. Wie findest du das denn? Ich finde es mega, absolut. Also anhand der Zeichnung, wir haben ja vorab Zeichnungen bekommen und da konnte man es noch nicht so ganz erahnen, weil es da ein bisschen sehr eckig aussah. Und ja, dann kam das Modell an, das erste fertig gebaute Modell, und es war der Wahnsinn. Ja. Also wir haben die Maschine, dann, wenn ich mal darf, wir haben sie dann erstmal als allererstes hier vorne draufgestellt und so verglichen und haben tatsächlich festgestellt, ja, das passt, absolut, ja, ich bringe dir mal dein Modell wieder. Ja, das ist meistens so, also du hast natürlich in dem Maßstab ist es immer ein bisschen problematisch, die Formen, gerade wenn es runde Formen sind, einzufangen, aber da war, kam uns die Maschine ja eigentlich entgegen, ne? Sie ist ja von den Winkeln her so, dass man es eigentlich ganz gut nachahmen konnte. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, was wir nicht so ganz hinbekommen haben, ist die getönte Kanzel, ne? Die ist ja hier eher blau und bei uns ist sie eben in Trans Black. Also da müsste man eigentlich noch mal so ein Update-Kit bringen quasi, ne? Um das in Ordnung zu bringen. Ja, aber ich denke, das fällt eigentlich gar nicht auf, weil meines Wissens nach kann man das auch sowieso in verschiedenen Farben, also im Original, sich bestellen. Okay. Das ist jetzt eine spezielle UV-Schutzeinrichtung, einfach deswegen, weil wir pro Tag teilweise 6-7 Stunden da im Cockpit verbringen. Wow. Und wenn man dann 6-7 Stunden unter der Sonne, selbst im Winter rumfliegt, ja, da hat man dann sonst einfach Sonnenbrand, wenn man da keinen UV-Schutz drin hat. Also man kriegt Sonnenbrand. Du wirst tatsächlich braun in dem Flieger. Man ist im Winter, schöner Februar, fliegt man in der Gegend rum und steigt aus und ist wunderbar braun und alle beneiden einen. Das ist natürlich praktisch. Das ist natürlich praktisch. Also bei einer Sache muss ich sagen, haben wir ein bisschen geschludert, weil das, die graue Farbe von den Rädern, die war zum Zeitpunkt der Fertigung tatsächlich noch so. Ich muss gestehen, wir haben sie jetzt in Rot umgebaut. Das tut mir leid, dass wir dadurch Modell ein bisschen gecrashed haben. Aber es war tatsächlich grau zum Zeitpunkt, wo wir das entwickelt haben. Also dann überlegen wir uns dann doch tatsächlich mal, ob wir nicht vielleicht doch ein Upgrade-Kit bringen sollen. Weil, ne, also das kriegen wir natürlich hin hier. Also das Fahrwerk vorne in weiß mit den roten Felgen, das ist alles kein Problem, kriegen wir hin. Gucken wir mal, ob wir das machen. Gut, ja, ansonsten würde ich sagen, spricht das Modell eigentlich für sich. Wir zeigen jetzt am besten noch mal ein paar Detailaufnahmen. Ne? Und ich zeige es mal von innen. Ne, also ihr seht, nicht ganz wie das Original haben wir hier einen Sitzplatz nur. Und auch nur einen Steuerknüppel. Das Original hat zwei Steuerknüppel. Das Original hat zwei, ja. Irgendwie musst du ja auch fliegen können. Ach so, okay, gut. Ich muss auch fliegen können. Okay. Schauen wir mal. ne, also ihr habt hier quasi einen Platz für eine Minifigur, die passt da auch wunderbar rein, das haben wir sichergestellt. Ihr habt einen Steuerknüppel und ein paar angedeutete Instrumente. In dem Maßstab ist es immer ein bisschen schwierig, die Inneneinrichtungen, ja, ich sag mal, 1:1 umzusetzen.
Aber darum ging es ja jetzt auch gar nicht. Ne? Also man erkennt genau, welcher Flieger das ist. Das ist auch übrigens ein einzigartiges Flugzeug. Den gibt es so in Deutschland nur einmal mit dieser Folierung, richtig? Tatsächlich gibt es ihn inzwischen. Es tut mir leid, es gibt ihn tatsächlich mehrmals schon inzwischen. Das ist nämlich ein Mustermodell. Es ist tatsächlich geplant, anhand dieses Musters letztendlich in der Folierungsvariante, dann möchte der Hersteller gerne ganz, ganz viele, vor allem an Flugschulen, machen. Aber das ist das Erste, das Muster letztendlich und auch natürlich das Schönste, gar keine Frage. Ja, auf jeden Fall. Weil ich hab nämlich im Internet mal so ein bisschen rumgeschaut und überall, wo man das Flugzeug sieht, ist es die Delta Mike Romeo Uniform Golf. Genau, das Kennzeichen ist natürlich einzigartig, genauso wie beim Auto. Das hat ja auch keiner zwei Kennzeichen, dementsprechend Delta Mike Romeo Uniform Golf. Das Mike dabei für die Gewichtsklasse, weil es halt unter 600 Kilo wiegt. Und das Romeo Uniform Golf tatsächlich steht als Abkürzung für Rügen, weil die Maschine auch gerne mal auf der Insel Rügen im Shuttleverkehr eingesetzt wird. Okay, das ist interessant. Würde ich sagen, lesen wir jetzt mal die Setcard vor. Gucken wir mal auf die harten Fakten zu dem Set. Das ist das Sportflugzeug P200, das ist ein Blue Brick Special. Die Setnummer ist die 106705. Teileanzahl 289 für 16,95 Euro. Und die Abmessungen sind 23,1 cm in der Länge, 25,6 cm in der Breite und 8 cm hoch. Wenn ich da kurz einlenken darf, das ist übrigens exakt maßstäblich. Prima, das freut mich umso mehr. Das freut mich umso mehr. Die Baukomplexität bei dem Modell ist einfach. Also ich habe es jetzt in Vorbereitung auf das Video auch nochmal gebaut. Also das ist kein Hexenwerk, das kriegt ihr hin, das ist ganz einfach. Es kommt mit einem Stickerbogen, also die Registrierungsnummer, ne, das sind hier solche zwei Sticker, die sind farblich so angepasst, dass man das Weiße praktisch auf den Steinen dann später gar nicht mehr sieht. Die könnt ihr aber auch ablassen, also für jeden, der das nicht mag, kann man das ablassen. Eine Besonderheit ist, ihr könnt das auch abnehmen, hier unten das Fahrwerk, und das sind zwei zusätzliche Elemente dabei, ne, zeige ich mal hier. Die könnt ihr dann quasi anstelle des Fahrwerks dran setzen und dann ist das hier unten geschlossen und könnt ihr es euch aufhängen. Das ist dann praktisch im Flugmodus. Und eine andere Besonderheit, die mit dem Set kommt, ihr kriegt einen 10-Euro-Gutschein von deiner Firma, na, auf einen Flug mit eben diesem Flugzeug, den ihr dann einlösen könnt. Und ich werde das, glaube ich, jetzt gleich mal machen. Gerne. Viel Glück. Ich bin zuversichtlich. Also ich habe da auch massig Fragen, ne? Weil ich ja so fasziniert davon war, dass dieses Flugzeug tatsächlich nur 300 Kilo wiegt. Das ist ja schon mal eine Besonderheit. Was hat es denn noch für Besonderheiten? Zum einen hat es die Besonderheit, dass es ausgesprochen leise ist. Es ist mit das leiseste Motorflugzeug in Deutschland, was natürlich sehr, sehr schön für die Anwohner ist. Und es ist ziemlich umweltverträglich. Also wir haben hier einen Verbrauch gerade mal von 7 Litern auf 100 Kilometern. Das ist was man mit einem Auto schwierig schafft. Und wir fliegen Luftlinie. Ich wollte es gerade sagen. Viel schneller überall. Das würde ich mir für mein Auto auch wünschen, 7 Liter Verbrauch. Ja, und jetzt stehen wir hier auch schon ziemlich günstig. Was ist denn das? Das ist das sogenannte Pitot-Rohr. Gibt es auch bei großen Flugzeugen aller Größenordnung. Hier wird der Luftdruck abgenommen. Und der Sinn ist, dass so kleine Insekten wie die hier da drin nicht ihr Nest bauen. Weil das sehr, sehr beliebt ist. Deswegen gibt es hier, egal ob hier oder bei einem großen Airbus, gibt es immer diese Abdeckung. Weil das natürlich dann das Rohr verstopfen würde. Genau. Und dann sieht man keine Geschwindigkeit mehr beim Landen, keine Höhe mehr. Und das ist cool. Übel. Cool. Deswegen bleibt das da drauf, bis wir losfliegen. Und beim Propeller habe ich auch gesehen, der hat ja hier solche Metallkanten, ne? Haben die irgendeinen speziellen Sinn oder ist es einfach nur, weil es cool aussieht? Also die Propeller sind aus Holz gefertigt. Das sieht man jetzt auch nicht unbedingt, weil sie mit so einer ganz dünnen Schicht GFK überzogen sind. Und das ist einfach ein Materialschutz. Gibt Flugzeuge, die haben das aus Gummi. Das ist relativ schadanfällig und das ist einfach Metall, weil das dreht sich das Ding mit 5500 Umdrehungen. Und wenn da irgendwas zwischenkommt, letztendlich, das ist wie ein großer Fleischwolf. Okay, und Holz ist auch ein Stichwort. Das ganze Flugzeug ist aus Holz. Das ganze Flugzeug ist aus Holz, das ist richtig. Hat den großen, großen Vorteil, dass es dadurch viel ruhiger in der Luft liegt, weil es alle Unebenheiten ausfedert. Man kann da drin also ganz entspannt, gechillt sitzen, fliegen, während man in Metallflugzeugen in der Gegend rumgeschüttelt wird. Und ich habe schon mal drin gesessen, testweise eben. Man sitzt wirklich super bequem. Also das sind Ledersitze und ihr seht gleich den roten Ledersitz. Da sagen wir dann auch noch was dazu. Der hat
hat nämlich auch eine coole Story. Hier hatte ich ja bei den Flügeln schon vorhin ganz neugierig gefragt, ist das eigentlich fest oder ist das nur eine Folie? Das ist keine Folie, das ist tatsächlich ein Überzug aus Kunststoff, einfach um das Holz, was da drunter ist, zu schützen und, weil wie du siehst, das auch alles ein bisschen belastbar sein muss, weil wenn hier der Wind kommt ja. Und wir das hier voll in den Wind stellen, das ist ganz schön Druck. Wenn der mit 200-300 km/h von hier vorne ja. Kommt, stell dich mal in einen Sturm, dann weißt du, was so eine Sache ist. Oder einfach mal beim Autofahren der Kopf raus, das reicht auch genau. Schon. Nee. Und vorhin, du hattest, ich bin völlig geblättet von dem Flieger, dass der so ultra leicht ist. Wir haben vorhin gefragt, können wir den mal woanders hinstellen und vielleicht mal ein bisschen parken? Und da bist du einfach hingegangen und hast den... Hat gar kein Thema. Also das ist wirklich... Und dann kann man wenn jetzt die Bremse los wäre, könnten wir ihn ganz problemlos hin und her schieben. Also ich bin wirklich, hätte ich nicht erwartet. Ne? Eine Hand reicht völlig aus. Super, super abgefahren. Was machst du denn eigentlich so mit dem Flugzeug? Wir machen damit tatsächlich echten Luftverkehr innerhalb Deutschlands. Das heißt, wir fliegen Menschen zu insgesamt 419 Zielflugplätzen in Deutschland. Wir fliegen Cargo-Gut in der Gegend rum und wir machen natürlich die beliebten Rundflüge einfach über das eigene Haus, in der Gegend rum, die Gegend erkunden. Alles, was die Gäste wünschen, alles, was wir fliegen können, das machen wir. Und das mit viel Herzblut. Mit deiner eigenen Firma in Herzogenaurach? Genau, in Herzogenaurach ja. Sitzen wir. Da haben wir ein bisschen Infrastruktur, fühlen uns da sehr wohl. Und wie viele Flieger habt ihr? Wir haben im Moment 2 eigene Flieger. Und wenn wir halt mehr zu tun haben, dann nutzen wir noch die von Kollegen aus der Gegend. Das ist ja cool. Was war denn so der außergewöhnlichste Auftrag, der mal bei euch eingegangen ist? Der außergewöhnlichste war tatsächlich in Braunschweig. Da ist ein ganz begeisterter Eisenbahnfotograf verstorben und seine Kinder wollten, dass er seine Foto- bzw. Diasammlung einmal noch oben im Himmel bei sich sehen kann. Das heißt, die haben uns tatsächlich dafür gebucht, dass wir seine Diasammlung bei uns komplett in den Flieger einladen. Wahnsinn. Dann so hoch fliegen, wie wir auch immer kommen. Und dann ihm im Himmel noch mal die Möglichkeit geben, Wahnsinn. Sich ein letztes Mal seine Dias anzugucken. Das aber war eine schöne Idee. Sehr, sehr schön. Ja, super. Außergewöhnlich und ganz toll. Super, klasse. Haben wir gerne gemacht, wie so vieles. Prima. Ja, cool. Was haben wir denn hier eigentlich alles für Knöpfe und Hebel? Da gibt es ja ganz viel zu sehen. Wir haben hier Knöpfe und Hebel, eigentlich alles das, was auch ein großer Airbus, eine große Boeing haben. Sehr viel mehr haben die auch nicht. Wir haben die wichtigsten Sachen, die man braucht. Wir haben einen Höhenmesser, der uns anzeigt, wie hoch wir sind. Ist immer gut, das zu wissen. Wir haben ein Variometer, das uns anzeigt, ob wir gerade steigen oder sinken, weil nämlich das Auge einen da täuscht. Also wir können auch problemlos im Sturzflug sein und du merkst davon noch nicht mal was mit den Augen. Wir haben ein Tachometer für die Geschwindigkeit, auch ganz einfach. Und wir haben den Feind aller Flugschüler, die sogenannte Libelle. Die ist dafür da, um die Lage des Flugzeugs so im Raum, nee, nicht quer, sondern längs im Raum darzustellen. Flugschüler haben damit immer ihr Problem, weil Flugschüler fliegen statt so immer ganz gerne so. Okay. Und wenn das in der Mitte ist, heißt das, er ist so. Bis ein Flugschüler das drauf hat, hat er mindestens 100 Mal geflucht. Wow. Minimum. Okay. Ja, das ist das Grobe. Steuern tut man hiermit. Links, rechts, schnell, langsam. Das Gas für die Höhe. Ach, das ist das Gas, der das lange Hebel. Gas. Den zieht man genau. Raus und drückt ihn rein und gibt dann damit... Okay. Genau, voll reindrücken, einfach deswegen, dass wenn man durchstarten muss, da gar nicht groß rummachen muss, sondern draufhauen kann, Vollgas, okay. Fertig. Ja, und ansonsten haben wir hier noch einige Digitalinstrumente, die zeige ich dir dann im Flug. Cool. Und ich sehe noch einen ganz interessanten Hebel, nämlich den roten, da steht Emergency Parachute drauf. Das Flugzeug hat tatsächlich seinen eigenen Fallschirm. Das hat einen eigenen Fallschirm, ist hauptsächlich dafür gedacht, wenn der Pilot tot umfällt während des Fluges, dass nach einer angemessenen Trauerzeit der Passagier dann auch heile wieder runter auf den Boden okay, kommt. Also dann sieht man, ich müsste dann quasi, wir wollen hoffen, dass es nicht so weit kommt, aber in dem Fall müsste dann der Passagier einfach den Hebel ziehen und dann kommt genau. Der und das war's dann. Mehr die muss man nicht machen. Genau, die Regel ist ganz einfach. Solange ich lebe, lande ich. Wenn ich nicht mehr lebe, landest du, indem du das Ding okay. Ziehst. Der große Vorteil ist, das geht dann extrem langsam und es ist ein eingebauter Notsender dabei. Das heißt, die Rettungskräfte sind alle zum Fotografieren schon längst am Boden, wenn du langsam irgendwann okay. Mal ankommst. Das ist also, kann ja nichts mehr schief gehen, ne? Ja, eine Frage hätte ich dann noch, ganz zum Abschluss. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, dass wir das Flugzeug als Noppensteinmodell umsetzen?
ich bin selber Fan von euch. Ich habe selber die einen oder anderen Blue Bricks Modelle bei mir das im Büro stehen. Und ja, wir waren mit 2, 3 Kollegen bei euch in Nürnberg im Store, haben da ein bisschen geschaut, wie wir unser Büro noch weiter schönern können mit euren Modellen. Und irgendeiner, ich weiß nicht mehr wer, hat dann plötzlich gesagt, das wäre eigentlich total cool, wenn auch unser Flugzeug hier wäre. Und am Abend haben wir dann eine E-Mail geschrieben, sofort eine Antwort bekommen. Und gesagt, jetzt ist das Modell fertig. Gesagt, getan. Ich glaube, du hattest damals mit dem Olli geschrieben. Das ist der Teamleiter in der Produktentwicklung. Und der hat uns dann gefragt, ob wir da Lust drauf hätten, das zu machen. Und dann habe ich direkt gesagt, ja klar, lass uns das machen. Und alles Weitere habt ihr dann miteinander geklärt. Und jetzt stehen wir hier. Genau. Ne? Ja, cool. Jetzt habe ich das Flugzeug von außen gesehen. Ich habe es von innen gesehen. Aber was wir noch nicht besprochen haben, sind die technischen Daten. Wie groß und wie breit und wie schwer. Ja, ganz einfach. Mehr oder leicht zu merken, mehr oder weniger 7 Meter lang, 7 Meter breit, ganz grob gesagt. 303 Kilogramm ist das ganze Flugzeug mit allem drum und dran schwer. Also, wie wir schon gerade gesehen haben, ein Leichtgewicht. 80 PS Motor, reicht völlig aus, diese 80 PS, um uns mit 225 km/h durch den Himmel zu bewegen. Wahnsinn. Und wie weit kommt man so mit einer Tankfüllung? Man würde theoretisch 1400 Kilometer weit kommen. Das wäre also von hier aus gerechnet, also bis an die polnische Ostgrenze auf jeden Fall. Ein Pilot, ein vernünftiger, wird aber nach spätestens 900 Kilometer nachtanken. Macht Sinn. Dass man einfach genügend Sprit drin hat, Reserve, genau. Wäre auch tatsächlich eine gesetzliche Vorgabe. Ja. Cool. Also, Tank ist fast voll. Ich bin gerade mal seit der letzten Volltankung etwa 90 Kilometer geflogen. Wir haben also mehr als genug Luft drin. Hast Bock? Auf jeden Fall. Na dann, bin ich mal gespannt, ob du aufgepasst hast. Jetzt geht's los. Oh Gott. Also, Afobs, ganz ehrlich, das war so mit das Krasseste, was ich jemals gemacht habe. Ich bin tatsächlich wir sind über Bingen geflogen und tatsächlich bin ich fast von Bingen bis hierher selbst geflogen und ich habe so ein bisschen Muskelkater. Also, es ist wirklich herausfordernd, also muss ich schon sagen. Bei ihm sah das so einfach aus, kein Gewackel, kein gar nichts. Bei mir war es ein bisschen holprig, ein bisschen hoppelig. Und ich habe dann mehr damit zu tun gehabt, irgendwie den Stick davon abzuhalten, zu tun, was er will, und stattdessen das zu machen, was ich will. Aber es war grandios, es war absolut genial. Es hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Bastian, sehr, dafür. Sehr, sehr gerne. Also es war absolut einmalig. Wir haben auch tolle Bilder eingefangen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht beim Zusehen, wie es mir Spaß gemacht hat, das Flugzeug zu fliegen. Also es war wirklich, ich bin total begeistert. Es war der absolute Hammer. Falls ihr es nicht wisst, aber ich glaube, ihr wisst schon,
weil ihr das Produktvideo hoffentlich geguckt habt. Jedem dieser Flugzeugsets, also Sportflugzeug P200 von Bluebrix, liegt ein Gutschein von deiner Firma bei, über 10 Euro. Und damit kommt man immerhin schon mal die ersten 10 Kilometer. Ne? Damit kommt man die ersten 10 Kilometer. Buchbar unter deinrundflugmituns.de. In Herzogenaurach geht's los. Überall, wo ihr hinwollt. Und es lohnt sich. Also es ist wirklich der absolute Knaller. Und weil ich mich da total drüber gefreut habe, habe ich da auch mal sowas vorbereitet. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast eine auf deinem Schreibtisch stehen. Ich glaube, die kannst du durch die ersetzen. Das ist mit Unterschriften von allen aus der Bluebrix Produktentwicklung. Und sogar, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, dem Designer Marco, der es entworfen hat. Der konnte leider nicht selbst unterschreiben, weil er in Italien wohnt. Aber wir haben uns die Unterschrift von ihm schicken lassen und haben sie ausgeplottet und mit draufgepackt. Also jetzt hast du wirklich die komplette Produktentwicklung. Vielen, vielen Dank. Ich hab's zu danken. Tolles Modellflugzeug. Also wie gesagt, wir waren ab der ersten Sekunde begeistert und das ist jetzt natürlich nochmal der absolute Hammer. Es geht Dankeschön. Mir genauso. Gerne. Mir geht's genauso. Das echte Flugzeug ist noch viel toller als das Modell, aber das Modell ist auch ganz schön. Auf jeden Fall. 10 Euro Gutschein fliegt, das ist der absolute Hammer. Wow, Dankeschön, danke. Gerne. Ich hoffe, du hast ein bisschen Freude damit. Ja, auf jeden Fall. Also dafür kann ich mich gar nicht revanchieren, ja. Ach, alles gut. Dafür kann ich mich gar nicht revanchieren. Also alles es gut. Ist, ich hatte ein bisschen Zeit, was zu trinken und hatte ein bisschen Zeit so und so. Und ich hatte mein Testament im Kopf gemacht, also dementsprechend. Da sitzt er da, weißt du, so ganz easy mit einer Hand und das Flugzeug fliegt ganz ruhig. So, und dann nehme ich den Knüppel in die Hand und habe dann damit zu schaffen und nur ganz ein paar Millimeterchen nur bewegt, ja, und das Ding. Also wirklich, ne, was das für einen Unterschied macht, wenn du das kannst, als wenn du es halt nicht kannst. Ne? Aber ein Träumchen, also Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Absolut geiles Erlebnis. Ja. Sehr, sehr gerne, wirklich.